halt ultra schräg ist. Und bin ich überhaupt richtig? Ja. Ich weiß nicht, ich wurde gerade schon mal angemeckert, ich sollte mal schlafen gehen. Und da wir noch über 12 Stunden Zeit haben, und ihr seht die Distanz nach Dresden, würde ich es vielleicht sogar riskieren. Ja, weil ich glaube nicht, dass man ganze 12 Stunden schläft. Und deswegen würde ich es riskieren. Hier geht's gleich an der Tanke da vorne, um mal schlafen zu gehen. So, hier sind aber auch gerade ziemlich viele Städte hier. Links ist Erfurt, nördlich von uns ist Leipzig und wir fahren gerade auf Dresden zu. Und hier geht eine Stromleitung einfach über die Straße, alles klar. In so niedriger Höhe ist es ungewöhnlich für Deutschland. Haben wir sonst Hochspannungsmasten und solche. Sowas haben wir eigentlich sonst nur an Landstraßen. Und dass die über eine Autobahn drüber gehen, habe ich noch nie gesehen. Ich meine, ich bin auch noch nicht so viel rumgekommen in Deutschland oder jetzt generell auf der Welt. Trotzdem habe ich sowas halt noch nie gesehen. So, Tankstelle, wie sieht's denn aus? Magst du da hinten mal um eine Kurve sein? Ich glaube, da hinten ist sie. Isse. ISSE, isse. Und ich habe gerade meinen Papierfächer wiedergefunden. In den letzten Tagen war es hier etwas wärmer. Und da habe ich dann Tatsache einen kleinen Papierfächer gebaut. Den habe ich gerade unterm Tisch liegen gesehen. Habe gerade mal ganz kurz aufgehoben. Also vor der Aufnahme selbstverständlich und nicht während der Aufnahme. Und heute ist ja wieder etwas kälter, wo ich gerade aufnehme. Etwas kälter. Ist auch gut. Mein 20 Grad ist immer noch warm für Deutschland. Beziehungsweise generell für die Region, wo ich jetzt speziell lebe, ist 20 Grad schon eine Seltenheit. Und ich danke schon wieder für über 300 Euro. So. Fahrzeug errammt. Da stand gerade Fahrzeug errammt. Die Bremsen sind von der Motorleistung so schwach. So, hallo, rückwärts fahren hier. So wie ich das sehe, ist meine LKW und meine Fracht aber noch unbeschädigt. Ich hoffe, seine Fracht ist jetzt nicht kaputt gegangen. Das tut mir nämlich sehr, sehr leid. So, wir machen mal ganz kurz Fernlicht an. Ja. Kann man machen. Gibt es hier eine Lichthupe? Lichthupe? Nee, Lichthupe gibt's nicht. Oh, komm, jetzt hör auf zu regnen. Es regnet. Ja, super. Aber wir haben noch genug Zeit. Wir werden schaffen, die Fracht pünktlich abzuliefern. Oben in dieser Zeitanzeige. Auf der linken Bildschirmseite, in diesem Kästchen ganz rechts da. Da ist so eine Zeitanzeige. Da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich gehe ja eigentlich lieber nach der Uhr, weil ich das einfacher finde. Weil diese Anzeige ist ein bisschen kompliziert, finde ich. Aber natürlich vereinfacht sie auch für Leute, die nicht so schnell rechnen können oder sowas. Das Spiel hier. Wenn man mal in den Rückspiegel guckt, sieht man das Wasser auf der Straße. Finde ich für die 6 Jahre, die das Spiel jetzt, glaube ich, schon alt ist, gut gemacht. War es gerade ein Blitz? Ich weiß, meine Reaktion dazu kommt sehr, sehr spät, aber war es gerade ein Blitz?
Und Donner direkt danach ist halt etwa ein Unwetter, ein Gewitter, ein Ungewitter. Ich muss mir nochmal die genaue Route angucken. Ich fahre ganz unten so viel wie möglich ab über die Straße und dann, ja, okay. Das geht ja noch. Noch in dieser Ansicht sieht man das schön. Gerade haben wir wieder einen Donner gehört. Upsala. Sind wir aber gleich auch genug in diese Ansicht gefahren. Und jetzt gleich kommt die Abfahrt und da muss ich vorsichtig sein. Okay, wir haben noch gute 3,5 Stunden ungefähr Zeit. Sollte also hier kein Problem werden. Die Fracht ist noch heile, so wie es aussieht auf der Darstellung. Vielleicht hat sie einen minimalen Schaden genommen bei dem Auffahrunfall gerade auf dem Parkplatz. Aber ich denke, das geht soweit auch klar. Scheiße, bin ich ja gerade rechts gegen gefahren. Sag nicht, ich bin ja gerade rechts gegen gefahren. So eine Lieferung. Ach, die ist abgelaufen. Zu Bremen. So, das habe ich angenommen. Besondere Lieferung. So, besondere Lieferung. Geschirr in Kiel. 30.000 nach Nürnberg. Nein, danke, kein Bock. Ich will mich jetzt gleich erstmal wieder um meine Firma kümmern. Denn ich finde, dass das eindeutig wieder nötig ist. So, wir sind gleich da. Hab mal wieder auf die kleinere Karte umgeschaltet, beziehungsweise auf die Karte, die weiter reingezoomt ist. So, jetzt sind wir auch gleich da. Hier darf man auch noch 50 fahren, dann tun wir dann auch mal. Und hier geht's wieder bergauf. So. Nein! Da wird die Ampel eiskalt rot. Muss man wieder auf die Karte umschalten. Und die wird schon wieder grün. Ja, aber schnell jetzt. Gerade wieder hochbeschleunigt, habe ich schon wieder bremsen. Nein, ich kann weiterfahren. Ich müsste gleich hier mal die Arbeitsagentur entdecken gehen. So, zack, nee, da. Und jetzt haben wir noch gute 3 Stunden Zeit. Ah, wer weiß, wie lange ich brauche zum Einpacken, ne?
So. Ich glaube, das könnte diesmal sogar relativ... Oh, Scheiße. Ich habe den ein bisschen gerammt, eventuell. Aber nur eventuell. Und nur ein bisschen. Komm, das passt so. Okay. Na, Geldstrafe für bestätigte Fracht 87. Aber was geht in diesem Geldbereich? Oh. Also die Verstöße haben mich einiges an Erfahrungspunkten wieder gekostet. Aber letztendlich haben wir hier ordentlich Geld verdient, sind auf einem guten Weg zu unserem zweiten Stern und schließen das Menü. Nein, wir wollen hier für die Arbeitsagentur jetzt erstmal entdecken hier. So. Let's go. Und stopp. Die ist geschlossen. Ja, die sind andauernd geschlossen. Nein. War schon richtig hier. E-Mail. Oh, ach, hier kann ich runter scrollen. Swift will kein anderer annehmen. Ja, möchte ich kaufen. So, den nehmen wir auch mal an und bringen ihn auch mal ganz schnell nach Nürnberg. Okay, schließen. Management Nürnberg. Verlegen. Werkstatt kann ich denn hier? Aha. Und ich kann ihn verkaufen. Okay. Dann werden wir. Wie ist er mit den Fahrern? Einstellen. Okay, muss jetzt eine Werkstatt aufrüsten. Bevor ich Datenbanken der Arbeitsvermittlung aus der Ferne aufrufen kann. Okay, ich werde. Warte, konnte ich hier schlafen? Nee, ich muss wohl oder übel gerade mal ganz kurz Platz hier auf der zweiten Spur. So, warten's. So, jetzt geht's eh weiter. Sorry. Ich habe gerade eine neue Mail bekommen. Sunbuilders. Herr Kraft. Mia, my Sunbuilders glauben, dass ihre unglaublich guten Fahrerqualitäten eine wertvolle Ergänzung für unsere Firma werden. Daher fragen wir sie freundlich, ob sie Interesse hätten, für uns zu arbeiten. Unsere Warenlager, an die sie jetzt abliefern können, sind in Erfurt, Nürnberg, Hamburg, Berlin und Salzburg stationiert. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Mit freundlichen Gruß, das Team von Sandbuilders. Alles klar. Und let's go. Und einmal schlafen, bitte. Upsala. Mist. Ja, was mache ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich noch schön hier. Moment, stopp. Wie viel kosten aufrüsten? Management. Aufrüsten. 5!
100.000. Nicht schlecht. Ich kann leider hier nicht aus der Ferne in die einsteigen. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, aber naja. Eieiei. So, komm. Ich glaube, wir fahren noch mal ganz kurz zur Werkstatt. Am Vor gucke ich hier noch mal Sicherheitshalber vorbei, um die Öffnungszeiten noch mal abzuchecken. Und Montag, Samstag, 8 Uhr. Ach scheiße, heute ist auch nur Sonntag. Alles klar. So, ich fahre hier jetzt gerade mal echt wieder sehr, sehr gut. Und auch keinen Tacken zu schnell oder so. So fahre ich auch immer mit in echt mit 90 durch die Stadt, Mann. Das war knapp. Ich war fast bei Rot über die Ampel drüber. So, komm. Hier ist der Werkstatt. Und rein hier. So. So, das war eng. Einfach noch ein Stück zurücksetzen. So. 3 Euro. Die lege ich gerne kurz auf den Tisch. Verhalten. Umlackieren. Machen wir uns ein schönes Violett. Ey, ich treff's nicht so. Oh. Doch mehr. Hier sowas. Finde ich das eigentlich ganz schön. Ja, schade. Schade, dass ich mir nicht einfach schlafen legen kann, um die Nacht vorzuspulen oder sowas. Aber dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle hier einfach mal Schluss machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.